Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Flix is Online mit mir, Felix. Ja, ich bin ja wie immer Star Sail. In meinem letzten Video, also, ja, waren wir in Dandal. Und haben wir hier bei der Rania was herausgefunden. Ich weiß nicht mehr so genau was. Weil in letzter Zeit hatte ich halt viel um die Ohren. Ja, Rania, bei Ranger, was hast du jetzt für uns? Wenn alles hoffnungslos aussieht, ist es gut, Hilfe zu lassen, wo sie möglich ist. Wegen der Quelle können wir zwar nichts tun, aber wir können den Wölfen helfen. Lass uns bei Dr. Aaron vorbeischauen, um herauszufinden, ob sie Fortschritt beim Heilmittel gemacht hat. Ob sie Fortschritt beim Heilmittel gemacht hat, meine ich. Da ist die Frau Drake. So, rennen. Hallo Dr. Aaron. Ein Heilmittel für das, was den Wölfen zusetzt. Tatsächlich glaube ich, dass ich die Lösung habe. Okay, super. Ich habe das Fleisch untersucht, das die Wölfe gefressen haben. Und ihr werdet nicht glauben, welches Gift ich gefunden habe. Wolfseisenhut. Ja, fast schon zu offensichtlich. Tatsächlich gibt es aber eine Heilpflanze, die hier auf Jorvik wächst. Piperalis Jorvigeus. Auch bekannt als Jorvikscher Ingwer. Man erkennt ihn an den nierenförmigen Blättern und kleinen lila Pünktchen. Wenn du mir etwas Jorvikschen Ingwer bringen kannst, kann ich gleich an einem Heilmittel arbeiten. 20 XP ist ganz hübsch. Würde ich sagen. Kennt ihr das so mit der Allergiezeit? Und danach sind eure Augen so die ganze Zeit trocken und ihr habt so die ganze Zeit das Gefühl, dass ihr gleich erstickt oder so. Oder irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, irgend sowas wisst ihr. Oder wenn ihr euch die ganze Zeit die Nase putzen müsst, obwohl gar nichts ist. Ach. Ah, ich habe so einen ganz leichten Arschstrich. Oh, ich bin. Ich sage nicht, aber ich bin den Trab hier so elegant von Lusitano. Ach, jetzt kann ich zurück. Das ging jetzt aber schnell. Sorry. Vielleicht wird mein 200 View Special danach auch einfach ein Pferdekauf. Das ist die richtige Pflanze. Du hast ein gutes Auge. Ich vermische das jetzt mit etwas unverdorbenem Fleisch. Das hätten wir. Ein Heilmittel für die Wölfe, die an der Eisenhutvergiftung leiden. Oh mein Gott, ich habe schon gerade gedacht, dass wir jetzt warten müssen. Ich würde ja sagen, jemand anderes soll sich darum kümmern, das Heilmittel zu verabreichen. Aber so wie ich euch beide kenne, würdet ihr bloß euren eigenen Vorrat herstellen und es selbst verteilen. Also sage ich nur, haltet Abstand, lasst euch nicht fressen. Ich bin Tierärztin, keine Wundheilerin. Danke, Doc. Ich wusste, dass wir uns auf sie verlassen können. Komm mal rein, reiten wir zurück zur Wolfshöhle. Der Dealing ist wirklich hübsch. Ich bin heute schon in Richtung Wolfshöhle geritten. Ja, einfach als Spaß. Also ich habe einfach mal dann da so ein. Bin hier auch mal so die Strecken drin, die ich schon ein bisschen kenne. Ich muss einfach sagen, Dandal ist so
Also Dandal allgemein ist einfach so schön. Man sieht euch mal diesen blauen, klaren Himmel an. Wo es gibt ja fast überall in Jorvik. Danach Jorvik. Danach kommen hier so diese Tannen, glaube ich. Ich denke, es sind Tannen. Danach kommen diese, wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ich nenne sie jetzt mal Hängebäume, weil ihre Blätter da so runterhängen. Ja, diese Hängebäume, diese Schmetterlinge, das grüne Gras. Ach, wundervoll. Weißt du was, ich mache da was an meinen Grafikeinstellungen. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass meine Grafik ziemlich bad ist. Oder vielleicht tue ich es doch ein bisschen zurück. Ich habe Angst, dass sonst mein Internet schneller abstürzt. Ist das ja sonst immer so ein Spiel mit super Qualität und so? Also, ja, ich will mir das jetzt nicht verderben. Oh, nur Pferd. Und dieser Baum da oben ist auch richtig hübsch. Da haben wir eine Brücke und die Berge hier überall. Und ich finde das Wasser hier sieht auch wirklich schön aus. Ich weiß auch nicht, frag mich nicht. Hey Marianne, wir sollten hier anhalten und den Rest des Wegs zu Fuß gehen. Wir wollen die Wölfe doch nicht mit unseren Pferden erschrecken. Du meinst wohl, sie unsere Pferde erschrecken. Die Wölfe sind direkt vor uns. Siehst du sie? Ich hoffe, sie haben Hunger auf das Fleisch, das sie jetzt vorbereitet haben. Meine ich natürlich. Ich denke, du solltest das Füttern allein übernehmen. Ich würde uns nur aufpassen, falls etwas schief geht. Versuche nah an die Wölfe heranzukommen, aber nicht zu nahe. Und leg ihnen das Fleisch hin. Du weißt schon, wie bei einem Picknick. Okay, 20 XP tue ich doch gerne. Ich glaube, dann nicht mehr lang und ich kann, glaube, eine neue Gegend freischalten. Also, soweit ich. Ich habe ein bisschen recherchiert im Internet und. Ja, ich habe herausgefunden, Ende Level 12, Mitte 13 soll es dann schon so kommen. Aber ich habe nicht ganz verstanden, welche Quest. Also, es stand auch gar nicht. Zum Glück bist du das. Ich habe die Wölfe kaum gehört und gehofft, dass sie das Heilmittel futtern und nicht dich. Ich glaube, das Heilmittel wirkt. Das Atmen der Wölfe klingt schon wieder gesünder. Wie kann Atmen gesund klingen? Es fühlt sich gut an, etwas Positives zu tun. Deshalb sollte man sich von Rückschlägen nie entmutigen lassen. Vertrau in die Hoffnung, das sage ich immer. Wir sollten zurück in die Stadt rein und Doc Iron die gute Nacht überbringen. Okay. 25 XP tue ich doch gerne. Besserung erhalten. Na dann, ich ziehe mich wieder um. Ist auch nicht ganz lustig. Sorry, aber ich mache mir mit die Kleider hier. Sassel. Don't ask me. Just believe it. Ach, ich finde dann da so hübsch. Ich bin gerne hier. Aber ja, jetzt kommt dann so Dandal. Ja, kommt noch so plötzlich, genau, Golden Hills Valley. Und dann noch so Nebenfallgebirge. Dann Golden Hills Valley. Dann drei Level warten oder so. Und danach kommt Epona. Also ich meine ganz Epona. Nicht nur die Erntefeldprovinz. Weil Erntefeldprovinz ist ja das Ganze hier. Und Epona ist, glaube ich, nur das hier unten. Rennen! Ach, ich finde diese Strecken, die man hier zurücklegen muss, unglaublich lange. Endlich. Dandal. Ich finde es aber irgendwie scheiße, dass sie jetzt da so ganz Dandal in Quarantäne gesteckt haben.
Ja. Noch in einem Stück, wie ich sehe. Die Wölfe haben also die Medizin genommen. Ja. Nur die Zeit wird zeigen, ob das Heilmittel Wirkung zeigt. Aber solange niemand unserer pelzigen Freunde erneut Eisenblut verabreicht, denke ich, dass alles gut wird. Wie wollen wir das jetzt überprüfen? Deine Mutter hat mir von der Quelle erzählt. Es tut mir so leid. Ich bin erst seit ein paar Tagen hier, aber Donner fühlt sich bereits wie ein Zuhause an. Wenn ich daran denke, dass die GED-Plant diese natürliche Schönheit, diese natürliche Schönheit platt zu machen. Es ist schrecklich, oder? Es macht mich so wütend, dass wir nichts tun können, obwohl wir das Ganze sogar gefilmt haben. Ich habe das Video, kann ich es mir mal anschauen? Natürlich, bitteschön. Gott, das ist schrecklich. Du meine Güte. Moment. Go-Wachi? Wo habe ich das schon mal gehört? Jo, 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 lass das Wasser fließen, Alter. Doch geht es Ihnen gut. Oh, tut mir leid. Das ist aus dieser Werbung. Habt ihr die noch nicht gehört? Die singt dieser berühmte Typ. Wie heißt der gleich? T-Rex oder so? Raptor? Cleveres Mädchen, genau der. Sein Gesicht ist in ganz Jorvik zu sehen. Noch mehr als sonst. Meine ich, um eine neue Mineralwassermarke zu bewerben. Wenn ich Raptor wäre, würde es mir nicht gefallen, meinen guten Ruf durch eine Verbindung zu diesem Chaos zu gefährden. Wir müssen also nur dieses Video Raptor zeigen, Doc. Sie sind ein Genie. Da hat sie irgendwie recht. Ist schon ziemlich klug von dir. Direkt zum Wortführer gehen. Kein schlechter Plan. Du willst also Raptor für deine Sache gewinnen? Sicher. Es gibt da nur ein kleines Problem. An Promis wie Raptor kommt man nicht heran. Er vermutlich eine Armee von Bodyguards und taucht nie in der Öffentlichkeit auf. Nein, ihr kommt nicht an ihn ran. Der ist unerreichbar. Ich glaube, er hält sich im Shoppingcenter von Jovic City auf. Ach ja? So ziemlich jede Woche. Ich bin ein Ex-Raptor-Super-Fangirl. Hab die Phase oder so, aber vor langer Zeit überwunden. Ah, die Phase. Oh, ich verstehe. Na dann zeigt sie mir beiden. Okay. Das ist es, Marianne, unsere Chance, die Quelle zu retten. Am Stadtrand ist eine Haltestelle für den Bus, der uns nach Jorvik City bringt. Wir treffen uns dort. Yay! Jorvik City, ich komme. Ja, nee, na, dann passiert sowas. Das sollte ja auch so sein. Nee, da drüben. Ach nee. Der Bus müsste jeden Augenblick kommen. Okay, runter vom Pferd. Dann komme ich so in der Stadt mit meiner Droidenausrüstung. Also passen wir zumindest zusammen, nicht mehr so farblich. Jorvik City, wir kommen. Okay, 10 XP. Nachdem der Schaffner sein Ticket kontrolliert hat, findest du einen freien Platz und setzt dich hin. Du siehst, wie sich die Umgebung hinter dem Fenster verändert und bla 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 bla. Ach, dann kommen so wir. Wisst ihr was? Ich ziehe mich schnell um. Ich will ja nicht auffallen wie ein Heini. Vielleicht doch nicht gleich die Hose. Welches Oberteil nehmen wir schon jetzt? Was ist das? Passt schon ein bisschen besser. Nein, Spaß. Ich ziehe lieber wieder die ganze Druidenausrüstung aus, denn so sehe ich weniger scheiße aus. Dann sieht es zumindest so aus, als ob wir beide komplett scheiße wären.
Der beruhigende Duft nach Lufterfrische und Charles Kondox. Ah, Shopping Center von Jorvik City, wie habe ich dich vermisst? Es ist nicht viel zu ruhig, oder vielleicht kommt Raptor heute nicht. Warte, ich höre etwas. Gehen wir nie heran. Okay. Wohin, Ara? Hallo! Psst, wo bin ich? Murmel Jorvik City. Herr Raptor, du bist jede Woche hier. Hallo Jorvik City. Euer Raptor hier, yo! Ja, jetzt kann man klatschen. Vielleicht war diese Sponsorenvereinbarung ein großer Fehler. Mal sehen. Hey yo, was geht ab? Aufgepasst! Hey yo, spür den Flow! Ja, wie du Wasser, yo! Tröpfeldido, trink jetzt! Philibo, lass das! Go Water fließen, yo! Hurra! Hurra! Ich hoffe, ihr so scheiße vor. Ja! Und danach kommt so sie. Aber ich glaube, ich kenne die von einer Webseite oder so. Raptor, wir lieben dich! Mach die Flaschen auf, trinkt das Wasser zuhauf. Es ist kein Saft, doch gibt euch Kraft. Wasser gibt den Fluss. Ich erzähle euch hier keinen Schluss. Kalt wird es zu Schnee. Man benutzt es auch im Tee. Wasser, 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 yo. Raptor trinkt, go water. Yo, ich sag euch das wirklich so, vertraut auf Raptor immer fort, er hält stets sein Wort. Lass das go water fließen, yo. Ine, mine, minimo, wer will hier eine Flasche, yo? Hört ihr das? Das ist der Klang des Geldhahns, der gerade aufgedreht wird. Ja, sicher. Ach ja, der Hausmeister hat ja da auch noch eine Quest. Aber du ist natürlich nicht. Der Raptor. Was brauchst du, Bro? Ich hab hier Wasser, yo. Was da? Ach, der rein. Autogramm, yo, Raptor liebt deine Fans, klar. Nee. Hallo, sehr geehrter Herr Raptor. Ich war mal Ihr größter Fan. War mal? Wow, jetzt bist du dir wohl zu fein, yo. Um ehrlich zu sein, war du da ziemlich geistlos. Aber hey, im frühen Werke wie Hey Yo waren so voller emotionaler Tiefe, dass sie mich echt berührt haben, wissen Sie? Ei, du musst echt an deinen Komplimenten arbeiten. Egal, Sir, an diesem emotionalen Ehrlichkeit wollen wir heute appellieren. Denn das Wasser, für das sie Werbung machen, stammt aus einer Quelle des Lights. Quelle von was? Wie? Es wäre einfach, wenn Sie sich das Video anschauen. Zeig sie, Mariana. Gute Kamera, yo. Viel Dogma, Respekt. Das war alles, yo. Oh, eine Wuffelwelpe, yo, Alter. Was futtert der Kerl? Nicht cool, nicht cool. Raptor will nichts mit Wuffelwelpenvergiftung zu tun haben. Ich habe mir die Lügen der GED gezeigt. Raptor kann nicht zulassen, dass Raptors Markt durch die in den Schmutz gezogen wird. Der Remix. Nicht jetzt. Raptors Hirn muss gerade Reime produzieren, yo. Marianne, hast du die passende Moves zu deinen Erzählungen? Geh da raus und mach die Menge heiß, yo. Die Beats starten gleich. Oh mein Gott, 25 XP. Ich bin ja sowas von aufgeregt. No water, no water, no water, no water. Hier ist Raptor live aus dem Shopping Center von Jorvik City und hat neue Reime im Gepäck, die ihr hören müsst. Was soll denn das? Das wurde nicht autorisiert. Ein neuer Song, der ist nicht markterprobt. Jetzt tanzt die schon. Go Energy Drinks. Die lassen euch das Wasser trinken können. Aber nicht tiefer sinken. Sie vergiften dabei Nebelfall, die haben wohl nicht gehört den Knall. Das ist eine Katastrophe. Ja, wir haben überhaupt nicht den markentauglich. Man versteht ihn ja fast. Die GED macht die Wölfe krank mit vergiftetem Futter. Dafür gebührt ihnen kein Dank.
Uns erzählen sie nur Lügen, versuchen ständig uns zu betrügen. Das Wasser haben sie gestohlen, wir müssen es uns wiederholen. Sie geben uns nur für Geld das Wasser, da wird man doch direkt zum Hasser. Frau Drake, Ihnen ist hoffentlich klar, unser Vertrag ist nicht mehr zumutbar. Ich hoffe, Ihr Anwalt ist ebenso gut wie Ihre Freestyle-Kunst, Herr Rapture. Die GED nimmt Verrat nicht einfach so hin. Buh! Ich möchte diesen zwei tapferen Mädchen danken, die mir die Wahrheit gezeigt haben. Ich konnte sie nicht sehen und Miss Rania hat mir die Augen geöffnet. Möchtest du den Leuten irgendetwas sagen? Vertraut auf euer Herz? Großes Vertrauen, Respekt, yo. Und dreimal hoch für Mariana, sie hat den Jovi Glow, yo. So, und jetzt bringen wir mal ordentlich Turbo in die Bude mit Raptors. Dreifach mit Platin, lass es deine Hits singen, die schon seit 50 Wochen auf der Nummer 1 steht. Jovik Kitai, das hier ist für all die fluffigen Welpen da draußen. Jawohl, yo. Au, wer hat die Wölfe reingelassen? Ah, Shakira. Ist das Shakira oder der Wolf? Lily Bones? Okay, also ich denke, die angeschrieben sind, sind so wichtig. Weißt du was? Rapture ist tatsächlich ziemlich cool, hm? Ich denke, das würde diese Party noch eine Weile laufen. Gib mir Bescheid, wenn du soweit bist. Dann können wir zusammen rausschlüpfen. Okay. Schneller, schneller, schneller. Was ist denn da? Was machen die denn da überhaupt einen Tunnel? An die Ruhe und den Frieden aus dem Befall. Schön, wieder zu Hause zu sein. Ach, Leute, kennt ihr das? Ich habe manchmal so das Bedürfnis, so Wasser zu trinken, aber ihr könnt gerade nicht. Kennt ihr das? Das ist sowas von nervig. Ich höre Trucks. Was geht hier vor? Oh nein, oh nein. Oh, ein Auto. Scheiße, scheiße, scheiße. G-E-O. Emergency Doctors. Wir beenden die Operation jetzt tatsächlich einfach so. Wir hatten doch gerade erst die Pumpe fertig aufgestellt. Die Anweisung kommt von ganz oben. Frau D sagt, die Zukunft von Go Watcher ist gefährdet. Die gesamte Operation Nebelfall wurde auf Eis gelegt. In dem Fall was dagegen, wenn die frühzeitig Feierabend machen? Mache, wenn ich... Ich habe gehört, Raptor veranstaltet eine Überraschungsshow in Jovik City. Weißt du was? Ich bin dabei. Wenn wir uns beeilen, kommen wir vielleicht noch rechtzeitig zu da oder wie auch immer. Haha, sie verschwinden. Wir haben es tatsächlich geschafft. Habe ich nicht gesagt? Du sollst mir vertrauen. Thief! Oder wie auch immer. Oder ich kann das nicht. Ich sage einfach und sowas. Ja, ja. Ja, Chica. Ich hab dich auch vermisst, Delinger. Delinger? Oder ich sage einfach Delinger. Ich bin niemals traurig. Das ist nicht fahren kann. Das ist, wenn ich ein Auto fahren könnte. Warum sollte ich das tun, wenn ich ein Pferd wie Delinger reiten kann? Frau Drake aktualisiert. Okay. Okay, du machst Schätze oder Alter 34. Du hast Forschungslage. Übrigens. Ängste keine, als ob. Kätzchen. Lass uns bei Mama und der Ärztin vorbeischauen. Ich will Ihnen unbedingt die guten Nachrichten überbringen. Okay, 25 XP. Tun wir. Ach, ich würde sogar in The Sims spielen. Und ich will heute möglichst noch bis da kommen. Das fände ich schon hübsch. Ja, ich will unbedingt die Sims spielen. Mal schauen, ob ich das irgendwann kann. Ich mache hier jetzt lieber keine Versprechen.
mache immer hier so die Umwege. Nee, hat sie gesagt. Na, wenn das nicht meine sture, waghalsige und gefährliche, neugierige Tochter ist. Rania, kein Mutter war je so stolz auf ihre Tochter, wie ich es jetzt bin. Ach, ich habe so Durst. Mama, willkommen zu Hause, mein kleiner Schillmeid. Schon mal, wie auch immer. Rania, hallo. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen traurig, dass unser Abend bald ein Ende hat. Ich habe das Gefühl, dass wir bei der Basis noch mehr Abenteuer erleben werden. Was denkst du, Magna? Willst du mir vertrauen, wenn ich dich wieder bitte, ins Feuer zu springen? Sicher. Es wird viel Arbeit machen, Landal wieder ins Lot zu bringen, nach all dem Cast des Stadtrats Goal angerichtete. Oh, hoffentlich wird die Sigri Varinger die neue Stadt treten. Was das angeht, ich habe ein paar Nachforschungen angestellt und es ist noch nicht zu spät, eine Kandidatur für die nächste Wahl einzureichen. Stadträtin Sigrid klingt doch gut, finden Sie nicht? Ja, ich hab's gewusst! Ich, Stadträtin, wir Varinger sind Bootsball, keine Anführer. Die Stadtlegende sagt, dass er sagt etwas anderes. Ebenfalls die Tanten ihrer Tochter. Mach es, Mama. Das wird die erste Wahl, bei der ich meine Stimme abgeben kann. Es würde mich so stolz machen, für dich zu stimmen und das nicht nur, weil wir eine Familie sind. Ich denke darüber nach, Anja. Und was ist mit Ihnen, Dr. Iron? Überlegen Sie noch, hier zu bleiben? Nun ja, die Stadt braucht einen Tierarzt. Ich habe mit diesen netten Jorvik Rangers gesprochen. Sie haben erwähnt, dass sie auch Hilfe bei verletzten Wildtieren brauchen können. Dann bleibst du jetzt nur noch du, Marianne. Wie lautet dein Plan? Mama, hör auf. Sie ist doch nur auf der Durchreise. Stimmt's, Marianne? Du nix. Hahaha. Ich lache. Ich lache sie aus. Danke für alles, was du uns getan hast. Es ist nicht viel, aber ich möchte, dass du das nimmst, um dich an unser Abenteuer zu erinnern. Du meldest dich doch mal wieder. Oder? Schon okay, ich vertraue dir. Yay, Freigestalttransport. Super. Ach, zeitlich begrenzt. Okay, ich überlege mir gerade. Ach nee, was soll's. Ja, damit verabschiede ich mich von diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.